Schön, dass ihr wieder da seid. Ich wollte heute einfach mal ganz kurz mit euch ein schönes Frühstück vorbereiten. Wenn ihr morgen früh zur Arbeit müsst oder ins Büro, braucht ihr es dann nur noch aus dem Kühlschrank nehmen, mitnehmen und ihr seid fertig für den Tag. Es ist gesund, da Haferflocken drin sind und alle anderen Zutaten könnt ihr so nach Wahlweise dazu tun oder auch weglassen, kommt drauf an, ob ihr eine Allergie habt oder nicht. Jetzt möchte ich mit euch einmal die Zutaten durchgehen. Wir haben 40 Gramm Haferflocken, einen Kaffeelöffel voll Chiasamen, Honig für den Geschmack, dann haben wir Wasser, wir haben zwei Walnusskerne, die wir klein machen, Joghurt, 3 Esslöffel und natürlich einen Apfel, eigenen Apfel vom eigenen Apfelbaum. Ist aber auch dieses Jahr auch das erste Mal gewesen. Und wir schneiden den Apfel klein. Hinterher für den Geschmack haben wir die Zitronenzesten, die ich immer gefroren im Kühlschrank habe. Wir fügen alles hier in den Behälter zusammen und morgen früh kann man sich dann rausnehmen aus dem Kühlschrank und hat sein Frühstück fertig für den Tag. Lasst uns anfangen. Zuerst schneide ich den Apfel klein. Der muss ja auch gemacht werden. Die Kerngehäuse raus. Jetzt zerbrösel ich die Walnusskerne ein bisschen da rein. Die zwei, dann kommt der Chiasamen dazu, dann die Haferflocken und das Ganze gieße ich jetzt mit Wasser auf. Die Haferflocken sollen ja aufgehen. Jetzt kommen die 3 Esslöffel Joghurt dazu. Jetzt kommt der Kaffeelöffel Honig dazu. Wie gesagt, ihr seid hier ganz flexibel. Man kann Süßstoff nehmen statt Honig. Ich nehme jetzt Apfel, wenn er Allergie hat. Kann auch gerne eine Orange nehmen, filetieren und die Stücke nehmen. Man muss auch keine Walnuss nehmen. Man kann auch weglassen das Ganze. Wir nehmen den Apfel. Ich habe jetzt die Äpfel unter den Joghurt gerührt, dass sie braun werden können. Dann habe ich die Zitronentesten drauf gemacht. Jetzt kommt der Deckel zu. Und schon ist das Frühstück für morgen früh fertig. Ich würde mich freuen, wie immer, wenn ihr mir eine Nachricht zukommen lasst, ob ihr es probiert habt, ob es euch geschmeckt hat. Folgt mir auf Instagram, gebt mir einen Daumen hoch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Danke, bis zum nächsten Mal.